Das siebte HSV Volkspark Festival mit dem internationalen Testspiel zwischen dem FC Basel und dem Hamburger Sportverein, erstmals von Neukapitän Sebastian Schonlau aufs Feld geführt. Der HSV mit Schwierigkeiten in der Anfangsphase, Ballverlust von Jonas David und dann spielen es die Schweizer schnell, Valentin Stocker. Und im letzten Moment ist Jan Jamra dazwischen, der Ex-Profi von Hertha BSC. Gleich zu Beginn mit der ersten guten Möglichkeit für den FC Basel. Nachdem der HSV zuvor in Person von Jonas David die Kugel verloren hat, schnell geschaltet von Gabral und Stocker findet in Jamra seinen Endgegner. Auf der Gegenseite der HSV in der 35. Minute erstmals richtig gefährlich mit einer Doppelchance Winzheimer und dann im Nachschuss die zweite Möglichkeit für Bakary Yatta, aber in beiden Fällen, da steht Heinz Lindner, heute 31 Jahre alt geworden, das Geburtstagskind, seinen Mann. Sehr zum Frust von Bakary Yatta, der diese zweite Möglichkeit nicht gut genutzt hat, zu platziert auf den Schlussmann gesetzt. Aber der HSV wurde stärker, nur eine Zeigerumdrehung später. Tim Leibold, warum mal nicht? Die Möglichkeit per direkten Freistoß genutzt vom jetzt neu Vizekapitän. Und wieder pariert Lindner klasse das Ganze in der 37. Spielminute. Da wollte Leibold schon zum Jubeln abdrehen. Wiederum nur zwei Minuten später, dann aber der HSV richtig artistisch. Glatzel mit der Vorlage auf Manuel Winzheimer und der ist durch. 1-gegen-1-Situation gegen Lindner und dann irgendwie, ja, ist der Ball drin. 1-0 für den HSV und Manuel Winzheimer hat reichlich Grund zum Lachen, ebenso wie Robert Glatzel und Bakary Yatta. Nicht nur wegen des Führungstreffers zum 1-0 in der 39. Spielminute, die natürlich auch die Fans, die sind endlich zurück, die 4034 im Volksparkstadion bejubelten, sondern auch deshalb, weil er wusste als Angreifer, den habe ich eigentlich nicht selbst gemacht, denn Giga, der 18-jährige Verteidiger von Basel, Neuzugang aus Burkina Faso, der legt ihm die Kugel da irgendwie, als er versucht hat, nochmal zu retten, vor, am Ende aber Winzheimer in der Manier eines Torjägers doch irgendwie das Ding reingewirkt. Dann springen wir in die zweite Halbzeit bereits. Der HSV wieder im Vorwärtsgang, denn sie spielten viel und sie spielten gut. Franke Winzheimer, Abschluss, Glatzel und Riesenrettungstat wieder von Heinz Lindner im Kasten. Der Basler unmittelbar nach Wiederanpfiff Neuzugang. Robert Glatzel mit seiner besten Abschlussaktion, nachdem er zuvor Winzheimer aufgelegt hatte. Jetzt einmal andersherum. Winzheimer mit der guten Flanke, Glatzel mit dem guten Abschluss und Lindner mit der guten Parade. Der HSV weiterhin am Drücker, weiter über die linke Seite, weiter über Bakary Yatta, der seinen Gegenspieler gut stehen lässt und dann eine gefühlvolle Flanke auf den zweiten Pfosten bringt. Aber Petretta, der Linksverteidiger der Basler, ist vor Onana, der zuvor eingewechselt worden ist, zur Stelle und verhindert Schlimmeres. Dann die Basler mal wieder im Vorwärtsgang über Stocker, über Sene und da muss Ferro sich lang machen und die Nachschussmöglichkeit geklärt von Miro Muheim, Kasami war das da, der nochmal sein Glück versuchte und die Szene bleibt heiß, denn auch Valentin Stocker aus der Drehung nochmal mit dem Abschluss gut verteidigt vom HSV. Erst Ferro und dann natürlich eine Glanztat auch vom Abwehrspieler, vom Neuzugang Miro Muheim. Auf der Gegenseite der HSV wiederum gefährlich. Robin Meissner per Freistoß, aber gut gehalten von dem zuvor eingewechselten Jordi Nikolic. So blieb es am Ende. Beim 1:0 Testspielsieg des HSV über den FC Basel Generalprobe geglückt. Und das freute auch Tim Walter, den Cheftrainer der Hamburger. Lob für seine Mannschaft und reichlich Zuversicht für den nahenden Zweitliga-Auftakt beim FC Schalke 04. Im Großen und Ganzen war die Vorbereitung echt gut. Natürlich viele neue Sachen, neuer Trainer. Da müssen die Sachen erstmal greifen. Man muss irgendwo Automatismen entwickeln. Und dafür war es heute echt ein guter Gegner als Test, als Härtetest. Und ich würde sagen, wir haben super gemacht. Natürlich klappt noch nicht alles zu 100% hier und da. Aber ich glaube, das ist einfach, wir gehen in die richtige Richtung. Und der Sieg war ganz wichtig, finde ich. Und damit wir dann nächsten Freitag mit voller Kapelle antreten können. Ja, ich glaube, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben. Viel Ballbesitz hatten dann auch. Ich glaube, wir haben zum größten Teil das umgesetzt, was wir jetzt uns vorgenommen haben, was wir einstudiert haben in der Vorbereitung. Ich glaube, es war schon ganz in Ordnung. Aber natürlich haben wir noch Verbesserungspotenzial. So, ja, die neue Spielidee ist so, dass wir sehr viel Ballbesitz haben wollen. Wir wollen dominant spielen. Wir wollen den Ball eigentlich die ganze Zeit haben. Und wenn wir mal verlieren, dann direkt den Gegner jagen, den Gegenspieler jagen, um den Ball halt schnell wieder in den eigenen Reihen zu haben. Und worum es vor allem geht, ist, dass wir mutig sind, dass wir uns trauen, auch in die gefährlichen Räume zu laufen mit dem Ball. Und ich glaube, das wird immer besser.
Aber wir sind natürlich noch nicht da, wo wir sein wollen. Ja, ich glaube einfach noch der letzte Feinschliff, so ein bisschen vom Trainer, die Mannschaft nochmal so positiv wie möglich in die nächste Partie zu schicken. Abschluss der Vorbereitung, man weiß natürlich nie so genau, wo man steht. Wir haben ja auch eine neue Spielidee und ich glaube trotzdem, dass der Trainer nochmal in der Woche viele Gespräche führen wird, jedem Mut zu sprechen wird und dass wir dann bereit sind. Ja, es ist einfach ein überragendes Gefühl. Also ich glaube, wir alle spielen Fußball unser Leben lang, weil es halt auch einfach geil ist, vor vollen Rängen zu spielen, dass einfach Emotionen da sind, Adrenalin. Und das war jetzt in der letzten Zeit natürlich nicht so häufig der Fall oder fast gar nicht der Fall. Und für mich wäre es natürlich auch ein Traum, einfach mal hier im vollen Stadion zu stehen und spielen zu dürfen, weil wäre zu schade, wenn man das nicht miterleben darf, wenn man schon hier ist.